Hallo Leute, willkommen hier, mitten aus der Natur. Wie ihr sehen könnt, hat es geschneit und es ist ein herrlicher Tag heute. Ich bin hier unterwegs in einem mir völlig unbekannten Waldgebiet, möchte dies erkundschaften, schöne Plätze herausfinden, schauen, was es hier so gibt. Ja, und der ein oder andere hat es vielleicht gemerkt, ich habe auch neue Ausrüstung mit dabei. Dieser Rucksack, diese Hose, ich werde euch alles im Video genau zeigen und erklären. Ich werde auch was Leckeres kochen heute, und zwar einen Kartoffeleintopf, und werde euch mein neues Gewürzset vorstellen. Ich habe mir da so ein richtig schönes Set zusammengestellt, in so einem kleinen Päckchen drin, und da sind so viele Gewürze drin, dass ich jetzt richtig lecker hier draußen kochen kann. Ja, und ihr seid herzlich eingeladen, mich hier im Wald zu begleiten, und ich wünsche euch wie immer an dieser Stelle viel Freude mit diesem Video. Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man zum ersten Mal in ein Waldgebiet hineingeht, das man noch gar nicht kennt und für einen einfach alles neu ist. Da sind die Sinne richtig geschärft, und ja, ganz besonders schön, dass es noch geschneit hat. Das heißt, man kann hier alle Spuren sehen und schauen, wer hier so unterwegs ist aus dem Tierreich. Das macht richtig Freude. Hier seht ihr einen alten morschen Baum. Vielleicht hat den einmal der Sturm umkrachen lassen. Aber was hier das Besondere ist, ihr seht überall hier diese Öffnungen, wo der Specht dran gearbeitet hat. Hier auch. Manchmal sind die Spechtlöcher richtig groß, dass da auch noch teilweise Nester drin sind. Ich schaue da immer mal wieder gerne rein. Prächtiges Klima haben wir hier auch. Schaut mal, wie wunderschön hier das Moos von den Ästen überall der Bäume hier herunterhängt. Das sieht richtig urig aus. Hier stehen auch ziemlich viele hohe Bäume, und es ist für mich hier so ein richtiger Wald. Die niedrigen kleinen Bäume hier unten und dann hier oben die großen alten Fichten, Tannen und Kiefern gibt es hier auch noch. Was die Temperaturen angeht, es ist recht frisch hier. Deutlich unter dem Gefrierpunkt. Und dazu geht noch ein eisiger Wind. Also da braucht man schon warme Kleidung. Ich bin jetzt ein gutes Stück gewandert und versuche mir einfach ein geografisches Bild im Kopf zu machen, hier von dieser Gegend, mir gewisse Punkte zu merken. Ich schaue mir einfach an, was hier so wächst. Ich sage das jetzt, falls sich der ein oder andere fragt oder fragt, was ist denn erkunden oder was, wenn du jetzt ein Waldgebiet erkundest, auf was würdest du dann achten? Erstmal auf alles. Und die oberste Priorität bei mir ist, wenn ich wo wandern gehe, wo ich noch nicht war, dass ich mir halt eben versuche, alles einzuprägen, sodass ich ein räumliches Bild im Kopf bekomme. Das heißt, wenn ich dann das zweite oder dritte Mal hierher komme, dann kann ich hier wandern gehen, irgendwo rauskommen, und ich weiß sofort, aha, ah ja, da war ich schon mal, da bin ich da und da. Also laufe ich jetzt hier nach rechts und dann bin ich wieder auf dem Heimweg zum Beispiel. Ja, das war jetzt einfach nur ganz beispielhaft, weil ich kenne die Gegend ja noch nicht so gut. Aber ich bin jetzt hier schon mal an einem Punkt, den ich auf der Karte gesehen habe, und den wollte ich mir auch anschauen. Das ist nämlich eine schöne Freifläche, und ich mag ja auch immer sowas, wenn man aus dem Wald herauskommt und dann kommt da so eine freie Fläche, man sieht wieder in die Ferne. Ah, das ist so dieser Kontrast vom dunklen Wald und dann diese Weite. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da sieht man Tannenwipfel, und davor ist die große Freifläche. Man sieht auch, wie hell das hier ist. Und dann komme ich hier raus und dann sieht das so aus. Mag ich. Oder hier dieser Weitblick, der Himmel reißt auch langsam auf, zwischendurch kommt die Sonne hervor. Und ich sage es immer wieder, das ist so dieser Blick, wenn ich hier einfach herausschaue, dann weiß ich kann hier einfach wandern ohne Ende, und da hinten wird wieder Wald sein, und danach wird wieder ein Wald kommen, und danach wird wieder ein Wald kommen. Jetzt schweifen meine Blicke umher und sind auf der Suche nach einem geeigneten Lagerplatz, wo ich dann ein kleines Tarp aufbauen werde. Ja, und dann, wie gesagt, etwas kochen werde. Wow, ist das schön. Da hinten sieht man, wie der Wind mit den Eiskristallen hier auf der
dem Feld spielt und dann sieht man manchmal so richtige Wirbel. Ich versuche das mal mit der Kamera einzufangen. Bei so einer Naturschönheit, da denke ich jedes Mal, ich bin echt zu wenig draußen in der Natur. Geht euch das auch so? Jedes Mal sieht man, wie schön es ist und denkt, hey, das müsste ich doch eigentlich öfters machen. Von der Höhe bin ich hier auf ca. 940 Metern. Man merkt es auch, hier ist es etwas kälter, hier weht mehr Wind, der Schnee liegt höher. Dafür hat man halt eine schöne Aussicht. Okay Leute, ich habe einen schönen Platz gefunden, um mein Lager aufzuschlagen, nämlich hier unter dieser großen Kiefer. Die hat weit ausladende Äste und hier drunter hat man einen gewissen Schutz. Ich kann meine Plane gut aufbauen, habe hier vor mir eine wunderschöne Aussicht und im rückwärtigen Bereich noch Wald, sodass ich vom Wind einigermaßen gut geschützt bin. Dieser Rucksack hier ist richtig gut. Das ist ein alter Rucksack von der Schweizer Armee, Baujahr 1958. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und der hat richtig Charakter hier, dieser Rucksack. Lederriemen, hergestellt aus Segeltuch. Die Schweizer nennen es auch Blache. Daraus werden auch Zeltbahnen hergestellt aus diesem Stoff. Und man könnte ja meinen, dass der vielleicht etwas unbequem zum Tragen ist, weil er einfach nur hier solche Lederriemen hat, aber gar nicht. Der sitzt so gut am Rücken, richtig bequem. Dazu kommt noch hier dieses weiche Lammfell, was sanft am Rücken liegt. Hier ist ein Tragegestell in diesem Rucksack, der ist also ziemlich steif und trägt sich dadurch richtig gut. Hier, falls man den Rucksack mal schnell abwerfen möchte, kann man den einfach hier öffnen, den Riemen, zack. Kann man den Rucksack schnell ablegen. Hier als Bauchgurt einfach ein Ledergürtel von mir, hier durch die beiden Lederriemen durchgezogen, fertig. An der Verarbeitung könnt ihr schon sehen, dass dieser Rucksack auf Qualität und für eine lange Lebensdauer gebaut wurde. Hier nochmal das Herstellungsdatum, die Firma. Dann hier die Riemen, hier diese Ösen aus Metall. Natürlich ist es nicht gerade ein Leichtgewicht, aber dennoch bin ich positiv überrascht, dass der sich so gut tragen lässt. Hier unten purer Lederboden. Hier oben noch Schnallen, damit man hier einen Riemen durchziehen kann. Kann oben drauf den Schlafsack machen. Hier eine richtige Schneeschürze oder wie nennt man das? Man kann den Inhalt also richtig hier gut verpacken. Schön dicht. Und da geht also doch schon einiges rein. Mein Tarp wird heute die polnische Zeltbahn sein. Hier verpackt in diesem Stoffbeutel auch das gleiche Material wie der Rucksack, hergestellt in der Schweiz. Hier meine Heringe drin, selbstgeschnitzte Holzheringe. Die werden bei diesem Boden heute gute Dienste leisten. Des Weiteren meine Hose, auch von der Schweizer Armee. Und es ist ein richtiges Schnäppchen. Also diese Hose, wenn euch die gefällt, ist eine absolute Empfehlung. Ich habe die für unter 10 Euro bekommen, müsst ihr euch mal vorstellen. So eine qualitativ hochwertige Hose, naja, sie ist uralt, uralt, aber erfüllt voll ihre Zwecke. Diese Hose hat hinten ein Loch gehabt, wurde aber ordnungsgemäß geflickt. Ja, und ich bin von dieser Hose begeistert für diesen Preis, Leute. Also ich werde euch die Hose auch nochmal in einem extra Video genauer vorstellen, weil ich habe zu der Hose auch noch einen Parka dazu und einen Stoffrucksack. Das ist also so ein komplettes System hier. Hose, Jacke und so ein Rucksack. Und das habe ich alles, werde ich euch in einem extra Video zeigen. Ja, heute begnügen wir uns einmal mit der Hose. Was ich besonders schön finde, diese großen Seitentaschen hier. Da habe ich jetzt meinen Paracord drin. Und alles ist mit Druckknöpfen gemacht. Das heißt, das Öffnen und Schließen geht sehr leicht. Einfach hier aufziehen und auch sehr viele Einstellmöglichkeiten. Also es sind allein hier 6 Druckknöpfe an dieser Seitentasche. Dann befinden sich hier noch Druckknöpfe, damit ich das Hosenbein auch etwas enger stellen kann. Und ganz am Anfang vom Video habt ihr ja gesehen, dass unten noch eine Kordel drin ist am Hosenbein, damit man die Hose über dem Schuh festbinden kann. Richtig gut.
Des Weiteren ist hier am Kniebereich doppelter Stoff und der eine Stoff ist außen mit einer Gummierung beschichtet. Man fühlt es hier, wenn man hier so rüberfährt, dann fühlt man richtig einen etwas festeren, gummiartigen Stoff hier drunter. Also die Knie, die gehen nicht so schnell durch wie meine Jeanshosen zum Beispiel. Die sind die Knie ruckzuck durch, weil hier draußen kniet man ja öfters mal am Lagerfeuer oder ja, wenn man sonstige Dinge macht, ist also ziemlich häufig hier, sind die Knie beansprucht und hier wird der Stoff nicht so schnell reißen. Die Zubereitung der Suppe. Als allererstes schneide ich diese leichte Schärfe von diesem Rosenpaprika, die tut richtig gut.